Wake Up. Eine unendliche Geschichte, die Defizite der Intal-Klinik. Vor 3 Monaten 4,1 Millionen, seit Samstag 5,1. Die Krise geht weiter. Herr Wolf, wir haben eben gehört, es kriselt etwas bei der Intal-Klinik. Auf einer Skala von 1 bis 10, die wir in den letzten 3 Jahren ja mal aufgemacht haben, wo ist die Krise jetzt? Ich würde sagen bei 5. Die Frage ist, wir stehen jetzt vor einer Weichenstellung, geht es Richtung 1 runter oder geht es Richtung 10 weiter höher? Jetzt gab es am vergangenen Samstag eine Klausur der Fraktionssprecher im Kreistag. Was kam dabei raus? Ja, Kernthema dieser Klausur am vergangenen Samstag mit den Kreistagsfraktionen war sicherlich das Jahresergebnis. Und wir kommen an bei einem operationellen Verlust von 5,1 Millionen. Dieser Verlust ist zu tragen vom Landkreis Pfaffenhofen überwiegend, der Hauptgesellschafter ist an den Ilmtal-Kliniken. Zu 85%. Zu 85% den Anteil trägt. Und natürlich stellen die Kreispolitiker die Frage, wo geht letztlich die Reise hin? Ja, können wir uns einigermaßen kurzfristig von diesen Zahlen erholen? Und wir haben natürlich eingehend auf der Datenbasis, die uns Dr. John vorgestellt hat, analysiert und erörtert, welche Bereiche können sich verbessern, bei welchen Bereichen sehen wir noch nicht die Fortschritte. Und es wurde nachdrücklich das Vorhaben des Aufsichtsrates, einen externen Begleiter dazuzunehmen, unterstützt, dass wir einfach die einzelnen Abteilungen nochmal in Betracht ziehen, die gesamte wirtschaftliche Situation, die Finanzlage in Betracht ziehen, alles mit Blick auf das, was uns 2017 erwartet. Sind das alles Hürden, die wir nehmen können? Oder sind die Hürden so groß, dass wir es alleine nicht schaffen? Das war das zweite Segment, das wir diskutiert haben. Wir kamen zu Übereinkunft, es sollen auch Formen der Kooperation mit größeren Häusern geprüft werden. Ist das eine Grundvoraussetzung, auf die unter Umständen der diese Woche noch eingesetzte Gutachter bis, glaube ich, Juni diesen Jahres vielleicht kommen sollte? Und wie offen ist das Ende, wenn der Gutachter wirklich aber alles durchforstet? Ja gut, der Gutachter prüft sicherlich ergebnisoffen. Was dann davon umgesetzt wird, ist Sachen der politischen Entscheider. Aber eine Kooperation mit einem größeren Haus ist Teil der Betrachtungen und auch welche möglichen Varianten da grundsätzlich zum Tragen kommen. Sowohl privat wie auch kommunale Varianten. Es ist nach wie vor eine gewisse Präferenz für das Kommunale da. Natürlich, die Landkreispolitiker können sich nur schwerlich vorstellen, dass ein kommunales Krankenhaus aufgegeben wird. Auch die Ärzte, das Personal hier, die niedergelassenen Ärzte, alle sagen uns, ein kommunales Krankenhaus hätte aus ihrer Sicht eine Präferenz. Aber ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt soll man Gespräche in allen Richtungen führen können. Präferenz hin oder her? Wenn es weiterhin dabei bleibt, dass jährlich 7 Millionen zusätzlich an Defizitausgleich vom Landkreis gezahlt werden müsste, wie lange kann der Kreis das aushalten? Ja, es ist in der Tat so, wenn wir 7 Millionen pro Jahr Unterstützung geben müssten, 2 für die Baumaßnahmen, das können wir relativ konkret schon absehen, und dann ebenso in einer Größenordnung von 5 Millionen zum operationellen Geschäft dazu, Verlustausgleich, das würde den Kreis, wenn das mehrere Jahre der Fall wäre, eindeutig überfordern. Wir wären damit nicht mehr wettbewerbsfähig im Vergleich zu anderen Landkreisen. Wir würden zu viel Geld in die Aufrechterhaltung der Krankenhausstruktur investieren und dieses Geld würde an anderer Stelle fehlen. Das würde bei den Schulen fehlen, das würde bei den Kinderbetreuungsmöglichkeiten fehlen, das würde auch bei der Infrastruktur fehlen. Also das kann man nur ein paar Jahre, wir haben uns jetzt nicht festgelegt, für wie lange, ich sage für einen mittelfristigen Zeitraum, aber mit einer ganz klaren Option, dass man dann in sichere Gewässer kommt, kann man das nur stemmen. Wie lange leiden Sie jetzt die Ilmtal-Klinik und was hat sich seitdem getan, dass es zu diesem Defizit kam? Also ich leite jetzt die Ilmtal-Klinik knapp 2 Jahre. Mai 2014 bin ich gekommen. Damals hatten wir ein Defizit von knapp über 4 Millionen. Im ersten Jahr konnten wir das Defizit um 1 Million reduzieren durch Effekte in der Effizienzsteigerung. Da ging es um auch Codierung, Dokumentation. Im letzten Jahr leider haben wir diese 1 Million wieder gebraucht plus jetzt noch eine erneute Million
als Investition in die Zukunft, um genau diesen Umstrukturierungs- und Aufbauprozess durchzuführen. Abschließend vielleicht noch eine Zahl. Es gibt ein Krankenhausreport, der ein sogenanntes Monitoring aufgelegt hat, der kommt jedes Jahr raus. Dem kann man entnehmen, dass die in kommunaler Hand befindlichen bayerischen Kliniken eine sehr hohe Insolvenzgefährdung haben. Die liegt bei 50-60% aller Häuser. Was macht Sie hoffend, dass das bei unserem Klinikum in Pfaffenhofen, bei der Ilmtal-Klinik, irgendwie mit einem blauen Auge ausgehen könnte? Ja, eine konkrete Insolvenzgefahr sehe ich bei unserem Hause nicht, weil der Landkreis ja als Träger einsteht. Aber er macht das natürlich nur bis zu einer bestimmten Grenze. Und der Landkreis würde, und das sind dann eben die politischen Vertreter, gleichsam eine Reißleine ziehen und sagen, wir machen ab nächstes Jahr einen völlig anderen Kurs. Wir bezahlen genau bis hierher und nicht weiter. Also das muss man so ansprechen. Keine Insolvenz, aber eine Kurskorrektur um 180 Grad. Meine Aufgabe ist es, dieses Unternehmen zukunftssicher aufzustellen. Und dementsprechend haben wir auch eine Strategie entwickelt, an der wir alle sehr intensiv arbeiten. Gerade letztes Jahr, wir hatten ein sehr schwieriges Aufbau- und Umstrukturierungsjahr, wo sehr, sehr viele, glaube ich, richtige Weichen gestellt wurden. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal Danke sagen an all die Mitarbeiter, all die Führungskräfte, die sehr, sehr viel persönliches Engagement hineingelegt haben in dieses Jahr. Und wir sind der Meinung, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Es hat uns allerdings auch diese Leistungsentwicklung, die es gibt, sehr viel gekostet. Wir haben das Problem, dass wir nicht besetzte Stellen umstrukturierenden Abteilungen mit Honorarärzten auffüllen mussten, die auch entsprechende Kosten haben, sodass insgesamt das Defizit sich erhöht hat. Außerdem im letzten Quartal eine Verringerung der Leistung, die dazu geführt hat letztendlich, dass das Defizit jetzt in dieser Art und Weise entstanden ist. Die Fraktionssprecher haben einfach festgelegt, 7 Millionen über mehrere Jahre, das geht nicht. Wir möchten einen Plan, der dazu führt, dass das Defizit deutlich, möglichst ab sofort 2016 abgesenkt werden kann. Wann kann die Öffentlichkeit mit so einem Plan rechnen? Wir erwarten das Gutachten bis Anfang Juni und wir werden sicherlich noch vor der Sommerpause Diskussionen darüber führen, ob unser Konzept trägt, an welcher Stelle es korrigiert werden muss und wie deutlich es korrigiert werden muss. Ich hoffe, dass wir uns weiter stabilisieren, dass die Patienten weiterhin uns ihr Vertrauen schenken, ein paar mehr vielleicht sogar als vorher, dass wir unsere neuen Fachbereiche aufbauen können, wie die Akutgeriatrie, die jetzt gestartet ist, wie auch den neurologischen Schwerpunkt innerhalb der inneren Medizin, unsere anderen Schwerpunkte, Hüft- und Knieprothese in Mainburg, das Wirbelsäulenzentrum in Pfaffenhofen, dass die Dinge, die wir uns vorgenommen haben und die bereits auch im Wachsen sind, weiter wachsen und dann auch genau den Erfolg, den alle sich wünschen, auch dass dieser sichtbar ist und für uns alle auch zum Erfolg beiträgt. Werden wir Sie bei dieser Erfolgsgeschichte auch noch länger dabei erleben? Ja, davon gehe ich aus.